Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Molotow von 8.4 in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Molotow von 8.4. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Besten wahrscheinlich hier hinten an diesen Schweißnähten zu öffnen. So. Also, so sieht das Ganze aus. Molotow von 8.4 aus dem Jahr 2015. Wir haben hier ein, in meinen Augen, wunderschönes Bild, sehr gelungen, und zwar ist das hier von Paco das Bild. Und zwar haben wir hier 8.4, also dieses Männchen hier mit diesem Totenkopf soll 8.4 darstellen, der hier einen Molotow in der Hand hält. Und hier fährt auch passenderweise ein Zug vorbei, der schon von 8.4 verziert wurde, nämlich können wir hier lesen Phase. Und das war der Sprühname oder ist nach wie vor der Sprühname von 8.4. Oben lesen wir 8.4 und darunter Molotow. In diesem Orange und Blau-Weiß gehalten. Hauptsächlich gefällt mir richtig gut das Cover. Dann haben wir auf der Seite auch wiederum stehen 8.4 Molotow. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 18 Tracks. Wir haben Features von Said, Afrop, PTK, Cracker Valley, Hasuna, Veli, Badalash und Taimo. Und dann haben wir hier noch die Infos zu den einzelnen Tracks. Cuts, Mix, Mastering, Cover und Artwork. Also wie gesagt, das Cover von Paco, das Artwork ansonsten von Dopekit. Und dann haben wir noch Credits und Barcode. Gut. Wir schauen mal hinein, und zwar ist das kein aufklappbares Gatefold, sondern wir haben hier die beiden Vinyls, die sind in einem Tasche hier untergebracht. Sieht man sehr selten sowas. Und zwar haben wir dann hier die erste Vinyl in weißer Hülle, in weißer Papierhülle. Und dann lesen wir hier Vinyl Seite A, also wir haben hier 5 Tracks mit dabei. Und dann haben wir hier Vinyl 1 Seite B. Das in der Mitte ist sehr schwer zu erkennen. Also wir haben auch wieder hier diverse Grafiken und Sachen. Aber es ist echt so dunkelgrau auf dunkelgrau. Es ist verdammt schwer zu erkennen. Man sieht hier ganz leicht so Unterschiede. Und dann schauen wir uns mal die zweite Vinyl an. Ist ja auch wieder in weißer Papierhülle und passenderweise natürlich beschriftet mit Vinyl 2. Vinyl 2 Seite A, auch hier wieder 5 Tracks mit dabei. Und dann haben wir Vinyl 2 Seite B, hier wieder mit 4 Tracks. Die Vinyls klassisch in schwarz gehalten. Und das war's auch schon. Also wir haben hier wirklich diese zwei Vinyls in diesen weißen Papierhüllen drinnen. Kein Booklet, Poster, CD, Downloadcode, sonstiges, wirklich nur diese zwei Vinyls. Und das alles, diese zwei Vinyls befinden sich eben in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Molotow von 8.4. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 8.4 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.